Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Häkelvideo, und zwar der gewünschten Kreisjacke. Dazu benötigen wir zuallererst einen Fadenring. Ihr wickelt den Faden von außen um euren Zeigefinger, von außen um euren Daumen so weit rum, bis sich die Fäden überkreuzen, und haltet das Endstück mit eurem Mittelfinger fest. Jetzt stecht ihr mit der Nadel von oben nach unten durch die Schlaufe am Daumen und holt euch den Spannfaden zwischen Daumen und Zeigefinger hindurch. Noch einmal den Spannfaden holen und eure erste Luftmasche arbeiten. Da wir mit halbem Stäbchen arbeiten, noch einmal den Spannfaden holen und noch eine Luftmasche arbeiten. Jetzt könnt ihr den Daumen vorsichtig aus der Schlinge ziehen. Wir arbeiten in Richtung der beiden Fäden. Einen Umschlag unter beide Fäden hindurch, Faden holen und nochmal den Faden holen durch alle drei Schlingen. Einen Umschlag unter beide hindurch und ein halbes Stäbchen abmaschen. Das Ganze machen wir jetzt 9 Mal, also wir brauchen 9 halbe Stäbchen, bevor wir den Ring schließen. Zum Schließen am kurzen Faden ziehen und den Ring danach in die erste Masche mit einer Kettmasche schließen. Zwei Wendeluftmaschen, euer Projekt drehen, einen Umschlag und am Fuß direkt einstechen und ein halbes Stäbchen arbeiten. Für die Anfänger direkt einen Marker setzen, damit ihr nachher die erste Masche wieder seht. Und nochmal in die gleiche Masche ein halbes Stäbchen abmaschen. Wir befinden uns jetzt in der ersten Runde, das heißt jede Masche verdoppeln, also in jede Masche 2 halbe Stäbchen arbeiten. So, am Ende darauf achten, welche Masche belegt ist. Also die hier ist belegt, das zieht sich halt nur nach rechts. Marker raus, Kettmasche rein. Zwei Wände Luftmaschen arbeiten. Projekt wenden, ein halbes Stäbchen wieder in den Fuß einarbeiten und den Marker setzen. Jetzt sind wir in der zweiten Reihe und werden jede zweite Masche verdoppeln. Also jetzt in die nächste Masche 2 halbe Stäbchen. In die dritte Masche nur ein halbes Stäbchen und in die vierte wieder 2 halbe Stäbchen, immer im Wechsel. Angaben zur Wolle und Nadel findet ihr wie immer in der Infobox, und die Größe, für die ich hier arbeite, ist die Größe 36-38. Die Angaben, die ich hier mache, zählen wirklich nur für die Nadelstärke und diese Wolle. Ansonsten kann es sein, dass euer Kreis sich schon nach kurzer Zeit wellt oder dellt, also zusammenzieht. Hier wieder darauf achten, welche Masche belegt ist. Marker raus, Kettmasche wieder rein.
zwei Wendeluftmaschen und euer Projekt drehen. Marker setzen. Dritte Reihe, jede dritte verdoppeln. Also wie gesagt, es sind nur Angaben für diese Wolle und diese Nadelstärke. Wenn ihr eine andere Wolle oder Nadelstärke benutzt, kann es passieren, dass ihr schon nach kurzer Zeit entweder Probleme habt, indem sich euer Kreis wellt. Dann habt ihr zu viele Zunahmen, müsst weniger machen. Oder aber sich zusammenzieht, dann müsst ihr mehr Zunahmen machen. Wenn es sich leicht anfängt zu wellen, müsst ihr nicht gleich alles aufribbeln, sondern könnt auch einfach mal ein, zwei Reihen ohne Zunahmen weiter häkeln. Ihr könnt aber auch versuchen, auf eine andere Nadelstärke umzusteigen. Da müsst ihr dann mal selbst schauen, da kann ich euch leider nicht bei helfen. So, die letzte hier ist wieder belegt. Marker raus. Mit einer Kettmasche schließen. Zwei Wendeluftmaschen und wieder drehen. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, warum ich mein Projekt ständig drehe. Das liegt daran, ich habe es auch schon in anderen Videos von mir erklärt. So bekomme ich die Naht perfekt in der Mitte. Wenn ich jetzt immer in die gleiche Richtung häkeln würde, würde sich meine Naht nachher nicht perfekt nach oben, unten, wie auch immer, gehen, sondern sie würde nachher nach rechts oder links, je nachdem, in welche Richtung ihr halt häkelt, wegverlaufen. Das möchte ich nicht. Ich werde nachher versuchen, die Naht so zu setzen, dass sie unter meiner Kapuze verschwindet, zumindest zum Großteil. Vierte Reihe, jede vierte verdoppeln. Also wem es egal ist, wenn er eine Kurvennaht hat, der kann auch einfach nur in die gleiche Richtung immer weiter häkeln, Runde für Runde. Ich finde es halt so ein bisschen schöner. Und so sieht's aus. Oh, als nächstes wieder zwei Wendeluftmaschen, Projekt drehen. Fünfte Reihe, jede fünfte verdoppeln. So, der Kreis wächst, langsam aber sicher.
So, beim Zählen bitte nie den Innenkern mit, also hier diesen Innenkern nie mitzählen, sondern erst ab der nächsten Reihe. Ach genau, ich habe in letzter Zeit öfters mal gelesen, oh, die und die Videostelle, die geht mir einfach zu schnell. Ich kann jetzt nur davon ausgehen, wie es am Rechner aussieht. Also keine Ahnung, wie es aussieht vom Tablet oder Handy. Wer es weiß, kann das gerne unten in die Kommentare schreiben. Aber ihr habt unten am Bildschirmrand rechts ein Zahnrad. Da könnt ihr zum einen HD, also besseres Bild einstellen, das Bild verändern. Ihr könnt aber auch die Geschwindigkeit verändern. Wenn euch also irgendetwas zu schnell geht, könnt ihr es langsamer machen. Wir arbeiten den Kreis jetzt so weiter. Sechste Reihe jede sechste verdoppeln, siebte Reihe jede siebte verdoppeln und achte jede achte. Sollte sich was ändern im Laufe der Zeit, werde ich euch auf jeden Fall Bescheid geben. Aber bis jetzt sieht es gut aus. Wer sich diese Wolle hier anschaut, weil er sie schön findet, lasst euch bitte nicht vor Preis abschrecken. Ja, sie ist teuer, aber achtet bitte auf die Lauflänge. Es sind 100 Gramm bei 420 Meter. Also damit kommt man schon sehr weit. Ich bin selbst mal gespannt, wie viele Knäule ich am Ende benötigt habe für die Kreisjacke. Werde ich euch auch unten in der Infobox reinschreiben. Aber wenn ihr das Ganze umrechnet, ist sie nicht so teuer. Aber sie ist halt echt weich und ich freue mich schon, wenn die Jacke fertig ist. So, und wie immer noch schön glatt. Sollte euch irgendetwas unklar sein, könnt ihr mir auch gerne eine Privatnachricht schreiben. Ihr findet mich auf Facebook und Google+. Also scheut euch nicht. Oder schreibt es halt einfach unten in die Kommentare. Ich werde so schnell wie möglich antworten.
So, ich werde jetzt das Ganze so weiterarbeiten. Wie gesagt, sollte sich irgendwas verändern, dass ich dann doch mal auf einmal andere Ab- oder Zunahmen machen muss, werde ich euch Bescheid sagen. Aber so wie es ausschaut, kann ich wirklich so bleiben. So sieht's aus nach 20 Reihen. Jede 20. verdoppelt. Und hier bin ich jetzt bei 26 Reihen. Habe eine Breite von 40 cm erreicht. Und das reicht für mich jetzt, um mit den Ärmeln beginnen zu können. Und wie ihr seht, immer noch alles schön glatt. Für die Ärmel benötigen wir jetzt 4 Marker und klappen den Kreis in der Mitte zusammen. Und markieren uns links und rechts jetzt erst einmal die Mitte. Ich werde hier für die Ärmel 18 cm nehmen. Das müsste voll und ganz reichen. Haltet einfach nur ganz locker an und dann zählt die Maschen runter. So, ich habe hier 38 Maschen. Also ich werde jetzt von dem unteren Marker an 38 Maschen dann hochzählen und den nächsten Marker setzen. Das Ganze auch auf der anderen Seite. Boah, die Kamera stört so ein bisschen. So, und fertig haben wir die Ärmelmarkierungen. Richtet euch bitte nicht nach den Zunahmestellen, also diesen Dellen. Wie ihr seht, auch hier die Naht perfekt in der Mitte. Also ich habe die Naht jetzt nach oben gelegt. Jetzt müssen wir hier noch die Träger markieren. Für den Halsausschnitt rechne ich so in etwa 15 cm. Das sind dann für den Träger circa 10 Maschen. 10. Ja, 10 Maschen. Das Ganze noch auf der anderen Seite. Also 10 Maschen sind in etwa 5 cm. Jetzt müssen wir ab den grünen Markern weiter rumhäkeln und den Halsausschnitt freilassen. Ich steche hier vor dem Marker ein und befestige den Faden, denn die erste Masche ist dadurch direkt über dem Marker. Würdet ihr beim Marker einstechen, würde euch eine Masche fehlen. Ich umhäkel auch hier direkt den Faden, dann brauche ich nachher das Ganze nicht zu vernähen. Für die Anfänger am besten den Marker raus und oben in die erste Masche wieder rein. Einstechen und den Faden so drüber legen, dass ihr ihn mit umhäkelt. Wir haben für den Ärmelausschnitt 38 Maschen abgezählt. Wenn ich am Marker angekommen bin, werde ich aber erst einmal 39 Luftmaschen häkeln. Warum? Weil vom grünen Marker aus, ich bin jetzt sozusagen in der 27. Reihe, vom grünen Marker aus gezählt würde die 27. Masche, wo ich verdoppeln muss, genau in die Ärmel-Luftmaschenkette reinkommen. Deswegen muss ich hier auch gleich verdoppeln, sonst würde mir diese eine Masche wieder fehlen und könnte nachher dafür sorgen, dass der Kreis anfängt sich zu wellen oder zusammenzuziehen.
Also von hier nach da jetzt 39 Maschen. Wenn wir die 39 Maschen gehäkelt haben, vom grünen Marker an, für die nächste Reihe nachher weitermachen wie bisher. Ich werde jetzt hier für die Luftmaschenkette auf eine größere Nadel umsteigen. Also ich habe mit der 3,5 gehäkelt, jetzt mache ich eine 4,5 die Luftmaschenkette, damit ich nachher nicht solche Probleme habe einzustechen und dass sich das Ganze nicht so zusammenzieht. Also hier jetzt 39 Luftmaschen häkeln. Und am Marker einstechen. Beziehungsweise hinterm Marker. So, sonst habt ihr ja die Masche falsch. Ach, ich habe den Umschlag vergessen. So. Und fertig. Nadel wieder wechseln und weiter geht's. Also das ist jetzt die 27. Reihe, das heißt, ich muss jede 27. verdoppeln. Da die 27. in den Ärmel reinfällt, muss ich jetzt oben nochmal abzählen, vom grünen Marker aus. 27 Maschen. Und von der 27. Masche dann aus weiter die nächsten 27. Und dann geht's so weiter. Das gleiche Spektakel macht ihr auch auf der anderen Seite. 39 Luftmaschen häkeln mit einer etwas größeren Nadelstärke. Und danach die Reihe einfach ganz normal weiter. Das wäre dann die 28. Reihe und da verdoppeln wir dann jede 28. Masche. So, und dann häkeln wir die ganze Zeit hin und her, bis wir erstmal so auf circa 6 cm kommen. So, und so sieht es dann aus. Das Ganze jetzt halt hier auch noch. Bis zum Marker und den Hals frei lassen. Also weiter häkeln bis auf 6 cm. Und achtet ganz wichtig hier drauf, dass ihr wirklich die Zunahme im Ärmel nicht vergesst.